Wo liegen die Herausforderungen für den Online-Vertrieb von Möbeln? Die Herausforderungen im Online-Vertrieb in Bezug auf die Möbel liegen definitiv in der letzten Meile. Hier gibt es große Herausforderungen für die Logistikprovider, den gleichen Service- und Logistikgedanken zu tragen, den auch der Händler trägt. Was war Ihre Motivation für die aktuelle Ausweitung Ihres B2B-Geschäfts auf den B2C-Bereich? Wir wollen definitiv unsere Marke im Netz stärken. Wir wollten nicht das B2C nutzen, um einen weiteren Absatzkanal zu generieren, sondern wir wollten Markenbekanntheit machen. Und wir wollen mehr Pinolino-Fans im Internet generieren. Wo geht die Reise hin? Welches sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Trends im E-Commerce, im Speziellen in der Möbelbranche? Ein großes Thema der Möbelbranche ist immer wieder, dass Endkunden sich von Möbelkäufen im Internet abhalten, weil sie die Ware nicht anfassen kann. Es fehlt ihnen so ein bisschen die Haptik. Deswegen gehe ich davon aus, dass in den nächsten Jahren es virtuelle Einrichtungsassistenten geben wird, so ähnlich wie in der Küchenbranche es die letzten Jahre der Fall war. Und ich denke, dass wenn der 3D-Druck weiter ausgebaut wird, dass wir hier bald in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich unsere ersten Muster für Möbel selber in unserem eigenen Drucker ausdrucken können.